Abend. Das ist den zweiten. Wir hatten doch schon mal einen. Hoppla, Entschuldigung. Hier ist Charles Papin, Main Developer, der Hauptentwickler hinter der Spinal HDL, eine Hardware-Beschreibungssprache. Er arbeitet die ganze Zeit oder fulltime auf diesem Programm und jetzt hätten wir gerne einen Applaus. Dankeschön. Jetzt will ich euch zuerst einmal ein bisschen sagen, warum VHDL und Verilog nicht so gut sind. Dann werde ich euch vorstellen die kleine Special Header Introduction und dann werde ich ein paar Beispiele zeigen. Und wir werden euch zeigen, warum bei Beispielen. So wie ich gesagt habe, dieser Talk ist nur über Hardware. Wir werden keine virtuellen Maschinen, keine Simulierungen, nichts. Das ist the real thing, down where the machine runs. VHDL und Verilog waren ursprünglich entworfen für Simulierungen und für Verbose-Beschreibungen und erst später wurden sie für das entwickelt, was wir jetzt verwenden als Hardware-Sprache. And to see to infer hardware you have to use simulation constructs like process. Um Hardware zu beschreiben, musst du Simulationsprogramme beschreiben. Das aus einer RTL-Sicht macht das nicht sehr viel Sinn, weil du musst funktionelles Programmieren verwenden. Wir könnten über objektorientierte Hardware-Beschreibungssprache sprechen. Das ist ziemlich sinnvoll. In manchen Bereichen ist es ziemlich powerful, aber es reicht eben auch noch. Die Verilog-Dokumente sind immer sehr verbos oder meistens mehr verbos. Da gibt es kein Interface. Das gibt dir einfach aus, was es hat. Und da gibt es auch ein paar andere Dinge, die nicht so gefallen. Und du kannst keine Abstraktionslevels variieren. Du kriegst einen Abstraction Layer und du musst alles mit der Hand zusammenhängen. Du musst jedes Gate einzeln definieren. Es könnte schlimmer, aber es könnte eigentlich auch besser sein. Ah, da gibt es VHDL 2008 und es war Verilog. Die helfen uns aber auch nicht weiter, weil sie haben dieselben Paradigmen. Du musst immer noch ein Imaginierungskonzept, also ein Abstraktionskonzept verwenden. Die bringen keine Meta-Hardware-Beschreibungsmöglichkeiten mit. Die Supports könnten sehr, sehr schlecht sein. Es gibt sehr viele interessante, aber es gibt viele Möglichkeiten. Aber je nachdem, welche Variablen der Hardware-Simulation du beschreibst, du kommst nicht weiter, du bist in den Subsets mittendrin. Da gibt es auch ein sehr, sehr interessantes Feature mit der Interface-Simulierung. Aber die ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. So, was machen wir jetzt? Nuclear? Also, er schlägt vor. One solution is to use Virl and Verilog as netlist language. Wir nehmen einfach VHDL und Verilog als Netlist-Sprache auf einem höheren Level als Sprache und bringen herein die Spinal HDL. Das ist ein Projekt, das ich im Dezember 2014 begonnen habe. Es fokussiert ausschließlich auf der SDHDL-Beschreibung. Wir keine Kompromisse. Das ist die beste Sprache, die vorhanden war. Then since the beginning it was seen to be interoperable with existing tools because you can go to the Chinese company and Anfang an Zeit ist es kompatibel mit existierenden Tools. Also ich meine, wir werden die Leute nie dazu bringen, auf ein komplett neues Tool umzusteigen. Also es macht als Output eine Netlist. Man kann auch Legacy IPs integrieren, also so wie Blackboxes, die man da einfügen kann, so ähnlich wie man C-Header-Files hinzufügen kann und das Abstraktionslevel ist eigentlich das gleiche wie VHDL und Verilog.
Aber auf Spinal HDL obendrauf kann man weitere Abstraktionslevel definieren. Also das ist halt die mächtige Seite hier. Also es gibt einen Flow. Also man definiert eine Beschreibung in den Scala-Files. Dann generiert man daraus die Netzliste, Netlist. In Verilog oder VHDL-IPs tut man dazu, die man verwenden will. Und man kann die gleichen Simulations- und Synthese-Tools dann verwenden wie vorher aufgrund der Netzliste. Also fangen wir mal mit ein paar Beispielen an. Spinal HDL macht keinen Overhead im RTL, also man wird keine Gates verlieren. Man kann einen beliebigen C-Algorithmus schreiben, der in RTL übersetzt wird, aber es ist nicht das. Es ist mehr ein RTL-Ansatz. Also man definiert Register, so ein bisschen wie vorher, und Gates, wie vorher. Und alle Komponenten in der Hierarchie und alle Namen, die man definiert, sind dieser RTL. Das heißt, man kann die Simulation wie vorher machen, mit den Signalverläufen und so weiter. Also, Spinal HDL ist nicht wirklich eine Sprache. Es ist eine sogenannte interne DSL. Spinal HDL ist im Prinzip einfach Scala. Also, es ist eine Scala-Bibliothek. Genau, Scala ist eine General-Purpose-Sprache und Spinal HDL ist darin implementiert. Und also, es ist ein bisschen komisch, wenn man eine Sprache in eine andere verwendet, aber das ist, finde ich, das beste Feature von Spinal HDL. Also machen wir ein Beispiel. Also ein ganz einfaches Beispiel hier. Man hat hier ein paar Bedingungen, um einen Mux oder einen Counter zu treiben. In der HDL, wenn man das machen will, muss man drei verschiedene Prozesse schreiben, weil es ist ein Event-Driven Paradigma und also das muss man so machen. Ist sehr langsam, ist sehr verbos. Ja, man hat hier dreimal die gleiche Bedingung und ja. Und in Spinal HDL, das Äquivalente sieht so aus. Also man definiert zuerst Signale. Das ist schon mal anders. Also hier kann man zum Beispiel sagen, my signal ist einfach ein bool. Wenn man das Register hier will, sagt man, ich will reg von diesem Typ. Also unsignierte 4-Bit. Es ist nicht wie VHDL oder Verilog, wo Signale Register bekommen werden, weil man sie im Prozess zuweist, sondern es ist sehr explizit bei der Definition schon hier. Dieser grundlegende Fakt ändert schon ganz viel. Also zum Beispiel heißt man, all diesen Dingen hier kann man im gleichen if einen Wert zuweisen. Also es ist ein zufälliges Beispiel, aber es passiert oft in einer State Machine. Also man hat einen Counter, eine sequentielle Struktur und ja, es ist einfach schlimm in Codequalität, wenn man das in VHDL machen muss. Da sind es 28 Zeilen und beim anderen Beispiel und jetzt das gleiche in Spinal HDL sind 9 Zeilen. Also es ist gut. Okay, let's take another example. Noch ein Beispiel. Also stell dir vor, ihr habt einen RGB-Farbinput und ihr wollt den Grauwert berechnen. Also man multipliziert jeweils mit einem konstanten Koeffizienten. Also ich habe dreimal das gleiche Muster hier. Man hat die Signale, unsignierte Signale, und vorzeichenlos und am Ausgang hat man den Output eines Registers. Also man hat das Ganze dreimal. Wenn man jetzt schlau sein will in VHDL, kann man
diese Baugruppe als Komponente definieren, damit man nicht dreimal das Gleiche schreiben muss. Also ja, Komponenten zu schreiben ist sehr verbos, ist langweilig. Oder man könnte Funktionen verwenden in VHDL, in Spinal HDL. Also man definiert hier den RGB-Wert, dann definiert man hier eine Funktion, die nimmt diesen vorzeichenlosen Wert und eine Konstante und das gibt zurück die Outputs dieses Flipflops. Also man hat diese Zwischenregister hier, die sind jeweils 8 Bits. Hier macht man die Floating Point Berechnung und wir verwenden diese Funktion hier nochmal. Ja. Ja, in Verilog hat man Funktionen, Tasks und so weiter, aber man kann die nicht in beliebiger Hardware instanzieren. Also man ist immer noch fest auf einem Syntax, das nur eine nicht sehr periphere Art des Ausdrucks ist. Das zweite Beispiel. Du hast einen Handshake-Bus mit Farbe und du möchtest es queuen. Und da hast du die Master Arbitration und den Slave hinten dran. Und die Payload. Wie sie hier sehen. Ihr habt zwei Instanzen von Titbits auf einen auf Sync und ihr wollt eine Queue hinein inserieren. Wenn du das in VHDL tun willst, musst du sehr erfahrtes Zeug schreiben. Musst alle Signale redefinieren, jedes einzeln auf der Checkliste. Zweimal. Dann musst du einen FIFO definieren. Es ist fad. Du musst die Vektoren singularisieren. Wir haben hier nur drei Elemente, aber ich habe einmal in einer Firma gearbeitet, wo wir 20 Signale haben, die wir alle mappen müssen in einen Restriktor. Das wird irrsinnig mehr sehr mühsam. Hier machen wir das in Spinal HDL so. Ein Handshake-Bus ist einfach der Stream. Ein Stream ist ein Handshake-Bus, der einen zufälligen Data tragen kann. Hier ist es RGB mit Parametrisierung. Hoppla. Ich kann Source und Sync definieren, das seht ihr da rechts unten, dieser Parametrisierung. Das definiere ich dann einen FIFO drüber, einen Stream-FIFO, der wird das Discrap und tragen wird. Und du musst keine Bitsignale einzeln mehr. Du kannst direkt zugreifen auf den IO vom FIFO zu. Bei Telling Me, also beim Sagen, wenn du vom FIFO anforderst, über Pop Dispo anzuzapfen. Ich will meinen Source-System, hier sage ich hier dem Beispiel, will es verbinden, indem ich voll synchronisiere, mit Direktverbindung in der Signalrichtung zum FIFO-IO-Pop-Port. Ich nehme die FIFO-IO-Pop-Ports, Verzeihung, und von 29 Line of Code bin ich jetzt plötzlich auf 7 Line of Code. Das könnte man immer noch verbessern, aber es ist schon deutlich besser. Du hast einen RGB-Data-Restriktor, der kommt. Das ist eine Case-Class mit der Parametrisierung in der Konstruktion. Dann extendest du das Bundle. Das ist die Notion des Datas, der Data-Beschränkung in der Hardware. Da kannst du Elemente definieren. Das ist eine ganz normale Syntax. Hier definierst du den Stream als Konzept in Spinal HDL. Ist immer noch eine Case Class, immer noch die Abstraktionsparameter. Und welche Art von Daten? Nimmt ein Bundle im Data Slave hinauf. Du kannst den Stream abgreifen, kannst ihn als Master definieren oder als Slave. Und dann definierst du die einzelnen Werte aus.
also den Signalwert, dann die Payload, welcher Datatype nochmal, dann implementierst du die Master Function, indem du definierst, wie man das als Master oder als Slave Komponente setzt. Also du hast das Output, die Werte und den Payload und das. Und dann kannst du mit dieser Syntax tadellos arbeiten. Und jetzt kommt der lustige Teil. Habe ich ja gesagt, dass eine Scalar-Bibliothek. Du kannst da jetzt Funktionen dazufügen. Du könntest die Committer, also die Datenverbindungen definieren, den Strom. Du könntest eine Funktion hinein inserieren. Wenn wir den auf unserem Stream rufen, connecte diesen Stream, den du jetzt anrufst, auf dem FIFO und lege es auf diesen Popboard von diesem FIFO. Und das plötzlich bewegst du, wo du alles per Hand tust. Du hast einfach nur zwei Source-Coden und das ist immer dasselbe. Du brauchst nur hin und her in der Funktion schalten. Und die eine Funktion reguliert das alles. Ich will den Output dann connecten einfach. Und die Abstraktion ist einfach deutlich höher. Und ich komme von diesem, ich code so, wie meine Drähte ausschauen, hinten aus der Röhre sozusagen, als eine einfache Sprache, wie ich das abstrahiere. Da gibt es andere, viel lustige Sachen, die man mit solchen Sachen, zum Beispiel. Ja, man gibt eine beliebige Hardware, man hat einen Stream von Farben und man will eine Projektion machen. Also wenn die schwarz sind, will man das feststellen und man will Pipelining-Stufen haben. Aus Performance-Gründen, um das weiterzugeben an andere Konnektoren. Wenn man das machen will, in VHDL ist es ja sehr langweilig. Also. Und Spinal HDL sind das zwei Zeilen. Also ich habe einen Stream von RGB-Farben und ich nenne es Source. Und dann nehme ich die Source und ich will die Transaktion werfen, wenn die Source Payload schwarz ist. Und dann füge ich die Pipeline-Stufen hinzu. Und dann nenne ich das Ganze Sync. Also dieses ganze Zeug hier ist eigentlich automatisch abgeleitet von dieser Zeile hier. Also ich definiere die isBlack-Funktion noch, das ist das hier. Also der Code sieht aus wie Magie, aber es ist einfach alles ganz simpel eigentlich. Also wenn man jetzt die throw-when-Funktion anschaut, dann sieht man was, das ist pures RTL. Also es geht nicht darum, irgendwie was Magisches hinzuzufügen, das einem die Struktur entstellt, sondern man kann immer einfach da reinschauen, wie das gebaut ist mit regulär RTL. Also es macht eine Instanz eines Streams vom gleichen Datentyp, dann verwendet man den Strom dist zum Return-Strom, also das heißt, es inferiert dann da Gates und ich füge hier noch spezielle Bedingungen hinzu. Also wenn ich Transaktionen zurückgeben will, dann mache ich valid.valid gleich false und mit dem ready noch true. Also das ist immer noch reguläres RTL. Also jetzt wechsle ich das Thema Sicherheit zuerst. Also wenn man RTL macht, ist es sehr einfach, verbotenes Zeug zu bauen. Also zum Beispiel Loops oder man vergisst irgendwie ein Latch hinzuzufügen. In Spinal HDL werden diese korrupten Dinge automatisch detektiert. Also zum Beispiel der Loop wird vom Spinal HDL Compiler definiert oder hier wird gemerkt, dass das Resultat nicht zugewiesen ist. Das heißt, wenn man erfolgreich mit Spinal HDL das Output RTL generiert, hat man viel mehr Zuversicht, dass das RTL keine Bugs hat im Vergleich zu handgeschriebenem. Also weil RTL einem so viele Bugs schon findet.
Also grundsätzliche Abstraktion. Machen wir hier ein einfaches Beispiel. Also hier machen wir ein einfaches Beispiel für etwas, das abstrahiert werden könnte. Also man braucht ein Verbindungsmodul mit einem Timeout drin, um irgendwas zu überprüfen. Also ich kann jetzt sagen, ich mache ein Timeout, das Timeout heißt. Das nimmt jetzt 1000 Zyklen. Und wenn der Timeout tick, dann möchte ich es löschen. Aber es ist in Hardware. Also ihr seht hier, wir benutzen eine Funktion, um auf die Hardware zuzugreifen. Also es setzt diesen Counter auf 0 und davon wird dann inferiert, also wenn wir hier einen Counter haben wollen, der von 0 bis 9 zählen kann, dann machen wir Counter 10, dann kann ich sagen, ich will den löschen, ich will inkrementieren, ich will den Wert erhalten oder den nächsten Wert, oder ich will wissen, ob er dann überläuft, oder ich will schauen, wann er 5 ist. Also diese Dinge kann man so mehr oder weniger haben mit VHDL oder Verilog mit Komponenten, aber also ihr wisst ja, wie langweilig Komponenten sind zum Benutzen. Aber hier, man kann einfach sagen, ich will die und dann kann man verwenden, was man will. Und diese Abstraktionen sind auf Spinal HDL aufgebaut. Also, ja, also man kann da natürlich selbst definieren, was ein Timeout ist oder all diese Dinge. Funktionale Programmierung. Also es ist etwas, was groß ist im Moment und wir verwenden hier nur ein Stückchen davon. Also zum Beispiel, wenn man diese Hardware hier erhalten will, also ein Array von Adressen, überprüfe ich, welche Adressen ich hier habe und ich will wissen, ob eine davon true ist. Dann definiere ich hier Adressen, ein Vektor von diesem Typen viermal. Dann definiere ich den Key und ich nehme die Adressen und ich will ein neues Array erstellen daraus. Also wir benutzen das Konzept Mapping und ich nehme die Übersetzungsfunktion da. Also ich will diese Elemente einzeln umwandeln in das nächste Array. Oder man könnte stattdessen Reduce verwenden. Also ich nehme das Array und ich will es reduzieren auf dieses einzelne Element mit dieser Reduktionsfunktion. Also es wird dann paarweise zwischen den Elementen verwendet, um das zu reduzieren. Also das sind so die Dinge, die man verwenden kann in Spinal HDL. Also das ist ein lustiges Ding hier. Also man braucht Spinal HDL auch wenn man so eine Sorte Programmierung machen will. Jedes Mal, wenn man es verwendet, gibt es im RAM ein Modell der Hardware. Also man kann diesen Graph anschauen, um eine Idee zu haben, von was modelliert wird. Also zum Beispiel hat man diese Werte hier an B, die zusammengefügt werden. Also A geht hier durch eine Berechnungspipeline. Ich weiß die Latenz davon nicht. Und wenn das Resultat von A rauskommt, muss ich B dazuzählen, im gleichen Moment natürlich. Also ich muss das Signal B um die gleiche Verzögerung hinzufügen, wie das Signal A hat. In Verilog, wie werde ich das machen? Das gibt's da nicht, also das muss ich selber ausrechnen. Oder ich muss eine Simulation laufen lassen, um die Waveform anzuschauen. Das ist natürlich nicht so hübsch, weil wenn die Pipeline-Latenz sich verändert, dann stimmt es wieder nicht mehr. Dann muss ich das wieder anpassen, dann muss ich dran denken und so weiter. Aber in Spinal HDL kann ich einfach die Netliste fragen, gib mir einfach die Latenz zwischen hier und da. Und das macht diese Latency Analysis Function, also das ist hier dieser ganze Pipeline und dann kann ich hier eine Instanz machen eines Delays mit genau dem richtigen Delay. Also macht das Design viel mehr elastisch, weil ich kann das eine hier verändern, ohne mich um die Delay-Dauer zu kümmern. Also das ist mehr so, was ich mit Meta-Hardware-Beschreibung meine. Also hört auf, RTL mit Signalen und so selbst zu schreiben. Stellt euch vor, ihr wollt diese State-Machine hier implementieren mit diesen drei Zuständen A, B und C, mit dieser Bedingung hier.
Also wenn ich da reinkomme, setze ein Counter auf 0, in jedem Zyklus inkrementiere das und wenn ich da rauskomme, setze Result auf True. Um das zu machen in Spinal HDL, kann ich das da hier machen. Das ist auch eine State Machine und das ist ja auf Spinal HDL drauf implementiert. Das ist nicht eine fixe Komponente von Spinal HDL. Das sieht so aus. Also ich will eine State Machine, dann habe ich hier die States A, B und C. Dann A ist mein Startzustand. Dann sage ich hier, wenn ich beim State B eintrete, will ich den Counter auf 0 setzen. Wenn B aktiv ist, will ich den Counter jeweils inkrementieren in jedem Zyklus. Und wenn es 4 ist, dann gehe ich zu State C. Und bei Exit will ich den Result auf True setzen. Also es ist einfach, um euch zu zeigen, dass Spinal HDL nicht ein fixen Syntax ist. Das kann man selber erweitern, man kann eigene Abstraktionen definieren. Also das könnte sehr nützlich sein. Ein letztes Beispiel. Wir wollen einen einfachen Timer mit einem kleinen Input, einem Limit, wenn der Timer aus ist oder voll ist. Ein Output-Wert, wenn der sagt, wenn der Timer voll ist, und dann einen Output für den laufenden Value vom Timer. Das Spinal HDL ist eine, muss mit ein bisschen Parametrisierung, die Spinal HDL. Also durch die Klassenkomponente setze, definiere ich den I.O. dieser Komponente in einem neuen Dataset. Tick ist der Input-Pool, der Clear ist der Limit in breiten Bits. Dann kriegst du es, dann bist du glücklich und jetzt willst du es mappen in etwas Bestehendes. Sagen von einem Memory-Zugriff möchtest du den IO-Limit setzen über den Timer. Da definierst du, wie viele externe Ticks deinen Timer zum Überlaufen bringen oder zum Beenden bringen. Du wirst wahrscheinlich, hier ist eine andere Lösung, die wir verwenden, die objektorientiertes Programmieren verwendet. Da gibt es ein Werkzeug, das heißt Busley Factory. Das ist ein abstraktes Tool, das ist ein abstrakter Zugriff. Es definiert seine definierten Funktionen, die dir erlauben, die dir das Definieren des Mappings erlauben und die Register, die du hineinschreibst. Und es ist ein zufälliges und wir nehmen das und bauen unseren Timer. Okay. So. As instance, in our timer component, also in unserem Bestandteil des Timers, zum IO stellt eine neue Funktion dazu. Ich will jetzt diese Treiberkomponente aus dem Memory Bus heraus, aus der Slave Factory, auf einer äquivalenten Basisadresse. Und wir können entweder eine Liste von Signalen, die das definieren, die das diesen Tick auslösen können, die klare Signalpositionen abgeben. Dann kann man sagen, ich will meinen Bit-Controller, der soll den IO-Limit dieses Timers heben kann als Treiber. Das heißt, hier sagst du, das IO-Limit ist ein Register von CIS, von der Bislake Factory, und das kannst du als Device Zero akzessieren, also zugreifen. Und das kannst du re-editen. Du kannst es, die Kontrolle davon übernehmen. Du kannst es treiben und verändern. Also du willst den Clear Flag des Timers, wenn der Dings die Busadresse auf das CIS übersteigt. Diese abstrakte Register-Mapping-Beschreibung erlaubt dir, dass dir die Bus-Timings wurscht werden, ganz egal. Du musst nicht wissen, wann die Timings einzeln laufen und Access.
Du hast auch den, musst auch nicht wissen genau, wie der Bus funktioniert oder wann er liefert. Das ist sehr interessant, weil diese Funktion ist abstrakt. Ich kann sie mit einem beliebigen Bus und ich muss nicht irgendwelche eigenen fix definierte Mappings einrichten beim Bus, weil das ist eine reine Funktionsfunktion. Ja, ja. Du bist einen großen Timer mit allen möglichen Varianten, mit dieser Parametrisierung kannst du ein paar Signale drüber definieren. Ich will 16-Bit, ich will eine mit 32-Bit, mit einem Timer B und wieder 16-Bit. Dann will ich eine kleine B-Slave-Factory erstellen, die man das dort mappen wird. Auf die Hardware. Und dann kannst du sagen, zum Beispiel, ich nehme meinen Timer C und mit dem Timer C will ich mit dem Bus-Controller bei dieser Adresse den Treiber C antreiben und da wäre eine Liste von Signalen, die es zum Überlaufen bringen und die könnten es clearen. Das beide Listen nebeneinander. Es ist eigentlich ganz kurz. Es ist ausdrücklich. Du definierst, du heißt das, ich will das, ich will das, ich will das. Und es muss nicht mit den Variablen herumspielen, die Funktion macht das einfach für dich. Es ist sehr flexibel, du kannst es editieren. Du kannst auch einen Bug einbauen, ja, aber du kannst wenig Bugs einbauen, du musst, kannst der Timings musst dich nicht kümmern, Hardware-Adressen musst du dich nicht kümmern. Das ist ein Projekt, das ist ein Pinesec, ein kleiner Makrocontroller mit einem CPF5. Also Multiplikation, Division und so weiter, mit einem Tape, um das zu debuggen mit Breakpoints und solche Dinge. Wir haben hier einen Controller, es gibt On-Chip-RAM, dann gibt es hier ein AXI zu dieser Crossbar, dann gibt es hier eine Brücke zur Peripherie, GPIO, Timer, UART-Controller und VGA-Controller. Und es gibt hier ein paar interessante Dinge, die Implementation von diesem Design ist. Also da haben wir APB-Color, zum Beispiel um dieses Teil hier zu instanzieren, diese braucht man 5 Pipelines. Also über diese Dinge habe ich vorher schon gesprochen. Also zum Beispiel um diesen hier zu instanzieren und diese ganzen Verknüpfungen hier, muss ich einfach das Mapping definieren hier in dieser Arbitrierung. Also ich sage hier einen IPB-Tree-Color, dann ist IPB-Bridge-IO-APB, der hier da, und dann gebe ich hier eine Liste der Slaves. Also Controller-IO-APB wird in dieser Adresse mit diesem Memory-Range gemappt. Ein weiteres Beispiel ist, wie dieses Ding hier gemacht wird. Also AXI for Crossbar, der all diese Dinge hier miteinander verknüpft. Da benutzen wir ein Build-A-Pattern-Form. Also hier mit dem Key kann ich sagen, ich will ein AXI for Crossbar Factory. Und dann passe ich da ein Datenmodell ein, um zu beschreiben, was ich genau will. Und wenn ich jetzt das Datenmodell da eingefügt habe, dann sage ich hier am Ende, da baue es selbst. Also zum Beispiel in diesem Tool hier, ich nehme eine Liste von Slaves entgegen, zum Beispiel halt RAM, SDRAM, die APB Bridge. Und dann sage ich, es gibt zum Beispiel einen VGA-Controller, der soll auf den SRAM zugreifen können, auf das SRAM IO AXI. Also es ist fast so einfach, wie View of Things oder QC Things zu verwenden. Aber es ist ohne ein grafisches Interface zu verwenden. So, noch was zu Scala. Scala ist probably
Also Scala ist wahrscheinlich eine sehr gute Sprache. Wenn ihr was ausprobieren wollt, dann gibt es Scala IDEs, die euch helfen können. Also ich habe da zum Beispiel Syntax-Highlighting, Refactoring, Code-Navigation, Plugin-Schnittstelle, Plugin für Emacs. Und zu Spinal HDL, also es ist komplett Open Source. Ihr könnt die Dokumentation online finden hier. Es gibt ein paar Projekte, die ihr fertig sind, die ihr verwenden könnt. Also wenn ihr es ausprobieren wollt, dann geht hier hin. Dann gibt es ein paar Kommunikationskanäle, wenn ihr Fragen habt. Also zum Beispiel ein Gitter-Chat oder GitHub-Issues, wenn ihr irgendwie der Compiler was Komisches macht, also kann passieren, aber ist eigentlich solide Software unterdessen. Also und sonst, hier ist noch meine E-Mail-Adresse. Thank you. Herzlichen Dank. Thank you very much. Danke sehr. Es ist uns ein bisschen Zeit übergeblieben für Frage und Antwort. Wenn ihr geht, ist das in Ordnung? Nehmt ein Mist mit und geht bitte leise. Wenn ihr eine Frage stellen wollt, bitte stellt euch bei den Mikrofonen auf. Danke für Ihren Talk. Ich habe mich gerade gefragt, wir haben eine wirklich hochgradige Hardware-Beschreibung. Wie schaut das mit dem Debugging aus, wenn da was schief geht? Müssen wir den VHDL-Code anschauen oder muss ich da weiter runtergehen beim Debugging? Also zum Beispiel, ich kann da ein Beispiel machen. Und zum Beispiel hier, wenn wir ein Problem haben in dieser Funktion hier, zum Beispiel das Mapping funktioniert nicht oder so, in VHDL hat man immer noch die Komponenten, die man behalten muss. Zum Beispiel hier behalten wir diese Namen oder hier hat man eine Logik, die man verwendet, die ist dann hier definiert. Wenn man zum Beispiel ein Signal definiert, dann ist das da. Also der Name wird aber behalten, weil diese Funktion gibt ein Array zurück. Also es ist nicht so schwer. Also ja, man es behält immer noch den Namen. Und es ist ein Fakt, dass wenn man hier diese Abstraktion verwendet, also zum Beispiel passt die Pipeline Stages an oder so. Also die Funktionen wurden schon durch jemand anderen verifiziert. Also man muss es nicht jedes Mal selber neu schreiben. Also man kann schreiben, was man denkt und dann funktioniert es direkt schon. Also weil man eben einen abstrakten Weg hat, die Hardware zu definieren. Also die Beschreibung ist einfacher. Und manchmal ist es ziemlich unglaublich. Also wenn man VHDL und Verilog schreibt, dann beim ersten Mal funktioniert es nicht immer. Und hier passiert das manchmal, aber also es ist noch überraschend, dass es eigentlich dann hier oft funktioniert. Also ihr könnt ja mal ein Beispiel euch anschauen in VHDL. Also VHDL ist nicht scheiße, guter VHDL-Code. Also wenn man gute Signalnamen hat, wird man finden, was man sucht oder man One-Statement verwendet und das antreibt. Es ist nicht ein Chaos, aber normalerweise muss man das VHDL hier nicht anschauen. Also es sollte reichen. Dankeschön. Eine Frage hier vorne. Schöner Vortrag. Haben Sie je gehört von System-Level-Design-Languages, System-C oder Spec-C, weil die machen einen ähnlichen Approach auf das Problem, indem wir den Abstraktionslevel anheben. Ever heard of them?
Hab Sie gehört von denen? Ja, ich habe davon gehört, das von SystemC und ja, SpecC auch. SpecC. Nee, SpecC kenne ich nicht. Aber SystemC, ja, ich weiß, dass man viele Features verwenden kann da, die man will, für Simulation von Dingen, aber für synthetisierbaren Code weiß ich nicht, ob man die ganzen wahnsinnigen Features verwenden kann. Aber ich bin da nicht kein Experte, also ich werde jetzt keine Scheiße erzählen. Ja, wenn man zu C kommt, muss man halt ein synthetisierbares Subset verwenden. Und dann ist es natürlich nicht so mächtig. Aber ja, vielleicht stimmt das nicht, was ich hier sage. Nein, das stimmt schon. Aber es ist ähnlich mit VHDL. Du kannst es verwenden, indem du simulierst. Es macht immer noch Sensitivity List und diese Sorte von Dingen. Aber du musst keine Empfindlichkeitslisten verwenden. Du kannst auch Tables für die ganze Kommunikation verwenden. Du kannst auch Busse einführen. Sehr ähnlich Ihrem Approach, der mir gut gefällt, indem man einfach die Abstraktionslevels anhebt, damit man sich darunter synthetisieren muss. Kann man es mit Chisel vergleichen, das auch scalable ist? Ja, grundsätzlich, also ich habe Chisel verwendet, bevor ich Spinal ADL angefangen habe. Ich bin davon weggekommen, weil ich schlechte Gefühle zu gewissen Dingen. Also, ich meine, ich will Chisel nicht fertig machen, aber es hat einfach Features, die da nicht gut funktionieren. Wie zum Beispiel, man kann nicht Multi-Club Domain Support verwenden. Also, eigentlich schon, aber nicht wirklich. Man ist immer noch gezwungen, Synchronous Reset zu verwenden, das Active Highest, diese Sorte von Dingen. Also, Chisel. Die Idee hinter Chisel fokussiert auf, also sind Tools, die nicht Programme von allen lösen wollen. Also sie gehen dahin, wo sie brauchen. Sie sagen einfach, okay, wir brauchen das ist für uns genug. Und bei Spinal HDL geht's mir wirklich darum, also ich habe eine Seite meiner Dokumentation, die Spinal und HDL und Chisel vergleicht. Und da gibt es einen Haufen kleine Details, die, wenn man das in Chisel verwenden will, dann macht es das komplett kaputt. Also man kann es dann nicht produktiv verwenden. Oder meinst du die Synthese? Oder hast du eine Frage zur Synthese? Ich wollte es nur erwähnen. Das ist ähnlich wie dem. Aber wenn wir von den Unterschieden sprechen, sollten wir nicht Chisel verwenden, um diese verwenden, statt weiter dort fixen, statt es zu forken? Ja, ich wollte das forken, um rauszufinden, also Spinal ADL war zuerst nur, ich wollte rausfinden, wie das geht und dann Chisel fixen, aber also ich habe auch ein paar Patches geschrieben und ein paar Pull-Requests gemacht und ja, es gab keine Interaktion mit dem Team, kein Feedback, also keine Ahnung, wie deren Development-Prozess ist. Ich habe es probiert, aber da war nichts zu machen. Wir, glaube ich, kennen alle das Konzept mit dem IP-Calls. Haben Sie sich einen Review-Prozess vorgedacht, die diese Library-Signal handelt und wie könnte man das einrichten? Ich will ja den Code nicht jedes Mal rewriten, also will ich ihn wieder verwenden. Und wie kann ich sicherstellen, dass es dann guter Code ist? Also grundsätzlich, das ist die nächste Ankündigung, was ich in Spinal HDL einbauen will. Das ist wirklich etwas Wichtiges und Kompliziertes. Also wenn man was gemacht hat in Delivery auf Spy HDL,
dann muss man nicht Features entfernen, die man schon hinzugefügt hat. Also was jetzt schon dokumentiert ist in meiner Doku, kann so verstanden werden, dass das sicher ist. Also das ist das Zeug, das, wenn man Strings so verwendet, wie es in der Doku steht, dann kann man davon ausgehen, dass das weiterhin funktionieren wird. Aber es gibt dann noch was zu tun, mit zusätzlichen Bibliotheken in Spinal HDL und ja, also das ist ein Weg, die Feature-Entwicklung weiter ja, anzuschauen. Also bis jetzt habe ich mich auf Core Spinal HDL fokussiert. Kann man die mit clocklose Logic kreieren? Clockless Logic, dass du keine fixe Uhr hast, dass nur ein Handshake, ein Hardware-Handshake ist. Ja, also zum Beispiel die komplette Logik, also ohne Flip-Flops, ja, okay. Ja. Ich wollte Sie auch noch über ein weiteres Tool. Kannst du mir den Unterschied erklären zwischen deinem System und BlueSpec, das auf Haskell basiert und wird sehr stark aufgenommen von der MIT und A246-Counters? Also ich habe von diesem Projekt gehört, aber ich weiß nicht wirklich Bescheid darüber. Ja, ich kann da nicht wirklich was zu sagen. Alright, any other questions? Now is your chance. Do you have any questions from the internet? Nope. Alright, if anything comes to your mind, please find a speaker afterwards. And before you leave, please take the trash out with you. With that, let's give a final round of applause to Shao. Thank you. Das war das Übersetzerteam mit